Was ist das Scheduling-Verfahren? Beim Scheduling handelt es sich um eine Reihenfolgeplanung. Insgesamt verarbeitet ein Prozessor mehrere Prozesse. Das Problem dabei ist, dass der Prozessor immer nur ein Prozess P zur selben Zeit bearbeiten kann. Zur Bestimmung der Prozessreihenfolge gilt es, die verschiedenen Eigenschaften zu bewerten. Erstens die Ankunftszeit der einzelnen Prozesse, zweitens die Anzahl der Pakete der Prozesse, also die Prozesslänge, und zu guter Letzt die vom Prozessor festgelegten Zeitspannen, auch Zeitschlitze genannt. So, erstes Verfahren, first come, first serve. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Für dieses Verfahren ist nur die Ankunftszeit der Prozesse relevant. Je nachdem, wann die Prozesse an die Haustür anklopfen, werden sie bearbeitet. Während ein Prozess bearbeitet wird und ein anderer ankommt, entsteht eine Warteschlange. Die Warteschlange wird der Reihe nach abgearbeitet. Demnach wird zuerst P1, danach P2, P3 und zu guter Letzt P4 bearbeitet. Nächstes Verfahren, Shortest Job First. Leichtgepäck hat Vorrang. Hier sind die Eigenschaften, Ankunftszeit und Paketanzahl relevant. Zunächst läuft das Verfahren wie First Come, First Serve. P1 kommt zum Zeitpunkt 0 an, wird hineingelassen und verarbeitet. Die vier Pakete werden angenommen und dabei vergeht pro Paket eine Zeiteinheit. Bei Zeiteinheit 2 kommt P2 an und steht erstmal vor dem Haus und muss warten. Bei Zeiteinheit 3 kommt P3 an und steht auch erstmal vor der Tür, weil P1 noch nicht fertig ist. Jetzt kommt das Wichtige. P2 und P3 stehen nun in der Warteschlange. Dadurch, dass P3 weniger Pakete als P2 hat, darf dieser sich vor P2 drängen. Somit ändert sich die Reihenfolge. Sobald P1 in Zeiteinheit 4 abgearbeitet ist, darf Prozess 3 ins Haus und wird verarbeitet. Im Anschluss werden die Pakete von P2 entgegengenommen. Während der Abnahme muss P4 warten und wird nach Beendigung von P2 verarbeitet. So, zu guter Letzt Round Robin. Jeder bekommt gleich viel Aufmerksamkeit. Beim Round Robin-Verfahren ist neben der Ankunftszeit und der Paketlänge auch eine Zeitspanne relevant. Die Zeitspanne wird vom Prozessor vorgegeben. Hier nimmt sich der Prozessor für jeden Prozess 2 Zeiteinheiten Zeit. Dieses Verfahren ist das fairste, da jeder Prozess nur eine festgelegte Zeit lang Pakete abgeben darf, egal wie viele. P1 klopft an die Tür und wird reingelassen. Dieser kann jedoch in maximal 2 Zeiteinheiten nur 2 Pakete loswerden. Anschließend muss er sich leider mit seinen restlichen 2 Paketen wieder hinten anstellen. P2 ist zum Zeitpunkt 2 angekommen und wird demnach direkt bearbeitet, weil P1 schon fertig ist. P2 wird bearbeitet. Zum Zeitpunkt 3 kommt nun P3 an und stellt sich hinter P1 in die Schlange. Nun sind 2 Zeiteinheiten für P2 abgelaufen und dieser muss sich jetzt mit einem Paket wieder hinten anstellen. P1 ist wieder an der Reihe und wird fertig bearbeitet. Im Anschluss ist P3 an der Reihe. Dieser hat Glück. Er muss sich nur um ein Paket kümmern und kann danach nach Hause gehen. Zum Zeitpunkt 6 klopft P4 an, muss sich aber noch hinter P2 einreihen. Alle Prozesse können nun der Reihe nach fertig verarbeitet werden und nach Hause gehen. Nun, das waren die 3 verschiedenen Scheduling-Verfahren. Einmal First Come, First Serve, dann Shortest Job First und zu guter Letzt Round Robin. Nun und jetzt könnt auch ihr nach Hause gehen. Tschüss!